Okay, Leute, schauen wir rein. Der Louis Vuitton Trainer. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie ihr es im Titel schon richtig gelesen habt, heute gibt es ein fettes Unboxing. Natürlich von Gucci. Allerdings nur die erste Hälfte, werdet ihr es eh noch erfahren. Aber Freunde, vorher, bevor es mit dem Unboxing losgeht, nicht vergessen, wir stehen in den Startlöchern. Bald ist es soweit, meine neueste Kollektion meiner Marke M&M. Liberty and Justice kommt bald endlich zum Vorbestellungsmodus online. Ich werde vielleicht schon nächste Woche die ersten Designs leaken und für all jene, die das Vertrauen in die Marke reinsetzen, haben wieder die Möglichkeit, sich zu 100% was sichern zu können. Dann würde ich mir sogar selber kaufen. Und dann eine verlängerte Wartezeit zu haben. Ich werde euch natürlich in diesen Videos immer wieder am Laufenden halten, also bleibt gespannt und wartet auf die neue Kollektion. Liberty and Justice wird der Hammer! Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen, liebe Leute. Viel Spaß mit dem Unboxing, auf das schon alle gewartet haben. Wie schon gesagt, nur die Hälfte der Dinge, die wir bestellt haben, ist angekommen, aber ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Ich packe das nicht, wenn das da jetzt noch länger auf meinem Tisch liegt und ich jedes Mal dran vorbeigehe und weiß, ich kann es noch nicht unboxen, weil ich auf euch warten musste. Deswegen hole ich den Haufen mal her. Na sicher. Bam, bam, bam. Freunde, das haben wir alles am Start. Und ich würde sagen, wir machen uns überhaupt keine besondere Ordnung aus. Wir starten einfach mit dem Obersten. Wir werden die Sachen nicht nur unboxen, sondern wir werden die Sachen auch einzeln anprobieren. Dann seht ihr, wie die Sachen auch an mir fitten, kurz zu meinen Maßen, danke, damit sich jeder einfach tut. Ich bin 1,81 groß und wiege aktuell 84 Kilo oder so. Eher ein bisschen breiter gebaut, Leute. Wisst Bescheid, Training zahlt sich aus. Also, das ist mein Fit. Legen wir gleich mit dem ersten los, mit dem Represent-Paket. Ich reiße jetzt einfach mal auf. Ah. Und was kommt uns entgegen? Eine Rechnung, sehr gut, einmal versteuern. Und das erste, was mir gleich mal entgegenkommt, ist die Baggy Pants, die wir uns von Represent bestellt haben. Was mir auch gleich mal auffällt, ist dieses mega fette Metallding hier. Wusste ich gar nicht, dass das hier hinten oben ist. Finde ich aber schon mal cool. Wir haben uns die Hose in dem Colorway Pale bestellt. Es gibt, glaube ich, schwarz, weiß und keine Ahnung. Das ist die Baggy Pants. Ich werde jetzt gleich mal anprobieren und schauen, wie die so fittet. Ich habe die in 31 bestellt und wenn ich das so anhalte, merke ich, das könnte knapp werden. Mal Hosendeal zumachen. Das soll jetzt dieser Baggy-Fit sein. Fittet bei mir aber nicht Baggy, sondern eher Skinny als Baggy. Seht ihr das? Das soll die Baggy-Hose sein. Was ich nice fand, ist, die ist hier aufgeschnitten. Aber vom Fit her ist das alles andere als Baggy, oder? Sie könnte beim Bund auch eigentlich nochmal eine Nummer enger sein. Aber die sitzt absolut nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, dass ich einfach ein bisschen zu breit bin, auch bei den Beinen. Oder ich muss einfach nochmal größer bestellen. Aber die fittet schon mal nicht. Ja, schade. Bei allen anderen hat sie schon ziemlich cool ausgesehen. Na, weil es nicht Baggy und nicht Oversized ist, Schmutz, 13-Jährige möchte gern. Redet's nicht gleich so negativ, da macht das ja keinen Spaß. Wenn was nicht so gut fittet, dann fittet es halt nicht so gut. Aber gleich Schmutz und Müll, habe ich gleich keinen Bock mehr. Fitter nicht so gut, schickt mal wieder zurück, hat keinen Sinn. Leider ist das bei Represent mit dem Zurückschicken gar nicht mal so einfach. Gut, ich sehe schon, das Erste, was mir entgegenkommt, ist, wo wir bestellt haben, beim Shopping-Stream, haben wir da dieses Ding als Shirt oder als Hoodie bestellt. Safe als Hoodie, oder? Da ist jetzt aber das Shirt. Keine Ahnung, warum das Shirt jetzt angekommen ist, aber das ist das Spirit and Speed Shirt. Ich habe aber hundertprozentig den Hoodie bestellt. Ich probiere es trotzdem mal an und zeige es euch. Oh, Beast. Absolut wildes Shirt, Leute. Das ist ja mal nice. Also, Shirt ist sehr nice. Fit ist geisteskrank, wie immer bei Represent. Also das kann man auf alle Fälle machen. 10 von 10 schreiben einige, bin ich absolut eurer Meinung. Da werde ich das Shirt trotzdem behalten und den Hoodie einfach auch noch bestellen. Jetzt kommt das wildeste Teil von allen, was wir bei Represent bestellt haben. Und das ist das Flanell-T-Shirt. Meine Haare hat absolut lost. Das ist das Flanell... Wir haben gesagt, wir nehmen das Shirt aus dem Warenkorb, haben es aber vergessen. Ist ja wurscht. Was habe ich vorher gesagt? Ich bestelle den Hoodie auch noch. Brauche ich nicht mehr. Hoodie ist auch noch da. Dann ziehen wir den Hoodie kurz einmal drüber. Geil. Boah, jetzt freue ich mich, dass ich zu viel bestellt habe. Hoodie nicht verloren gegangen. Hoodie einfach unabsichtlich nochmal bestellt. Was ich jetzt gleich vom Stoff merke, er ist nicht so dick wie so mancher Represent Hoodie, der in meinem Kasten hängt. Zieh dir einfach mal da drüber. Den habe ich in XL bestellt. Oh,
Oh, vom Feeling her gleich mal ganz arg unterwegs. Man sieht schon bei Represent, das ist alles eher cropped, das ist nicht zu lang. Ich finde den Hoodie vom Fit her ganz nice, aber 10 von 10 ist irgendwie nicht. Keine Ahnung, irgendwas passt nicht ganz. Wir haben hier Spirit and Speed nicht drauf geprintet, sondern das ist ein Stick, das finde ich schon mal sehr cool und hochwertig. Der Stoff fühlt sich sehr weich an. Vom Stoff her kann ich sagen, es ist genau der gleiche Stoff wie alle Shirts, die sie jetzt in den letzten Kollektionen gemacht haben, nur einfach noch viel dicker. Ich muss jetzt schauen, ob ich den zu schwarz oder zu weiß gebe, weil es ja abhängig davon ist, auf welcher Seite ich den aufhänge, na sicher. Okay, Hoodie nice, aber ich würde sagen, keine 10, Shirt 10 von 10, Hoodie 7 bis 8 von 10, aber er ist cool. Keine Ahnung, was wir zahlt haben, 200 Euro oder so. Geht das in Ordnung? Jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach wildesten Piece von Represent. Das ist das Represent Flanell. Da war ich ja komplett überrascht, wo ich das gesehen habe. Hat einfach diese Prada-Vibes ein bisschen, feier ich des Todes. Ja, wie es zu erwarten war, es ist natürlich Polyester und keine Baumwolle, logischerweise. Das heißt, wir haben hier keine normalen Knöpfe, sondern mit diesem Stoff überzogene Knöpfe, sodass sich die wahrscheinlich gut ins Design einfügen und man die Knöpfe nicht so gut erkennen kann, wie das normale Fall ist. Ich ziehe das jetzt, soll ich das einfach drüber? Nein, nicht. Das ist aber nicht schlecht, Alter. Das ist echt nicht so schlecht, Leute. Fit ist fresh, oder? Ich mache jetzt nicht alle Knöpfe zu. Ich mache so ein bisschen auf Chicolo-Vibes. Fit ist gut. L, wenn ich umdrehe, passt Fit auch. Also das werde ich auf jeden Fall tragen. Das meint der Chat. Geil, fresh, 10 von 10. Freut mich. Ja, kann man machen, oder? Ich weiß nicht mehr, was wir für das bezahlt haben, aber ich glaube so um die 100 Euro oder so. Kann man schon mal machen. Für einen Vogel perfekt, genau. Das war das Represent-Paket. Kostenpreis um die 650 Euro oder so. Danks, weil einige nach Schuhen und so weiter fragen. Wie gesagt, es ist noch nicht alles da. Wir packen jetzt mal eine Hälfte aus, weil ich es nicht länger aushalten kann. Zu den Farfetch-Paketen. Sind 3 an der Zahl. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Shirts bestellt, aber ich weiß nicht mehr genau was. Irgendwas von Misbehave und ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele das waren. Wir packen einfach aus, was da ist. Machen wir mal auf. Here we go. So, schauen wir rein. Was glaubt ihr, ist drin? Okay, es ist gleich mal ein Shirt, wie man hier erkennen kann. Ein schwarzes. Was haben wir da bestellt? Ah, das erste Misbehave-Shirt. Misbehave, wie viele wissen, eine polnische Marke. Wir haben schon beim letzten Shopping-Stream dort bestellt, das ich immer noch sehr nice finde vom Colorway her. Haben wir so leicht rosa Vibes hineingebracht und so ein schwarzes Shirt bestellt. Finde ich persönlich eigentlich ganz cool. Ah, jetzt sehe ich das erst. Das glänzt ja da unten. Leichte Philipp Plein-Vibes mit dabei. Aber ich finde es nicht so schlecht. Und das untere Logo auch wieder so ein bisschen robotermäßig, sehr flashig. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich habe wieder ein L bestellt. Ja, ist ein L. Preis 120 Euro stehen da drauf. Ich werde es gleich mal anprobieren. Fit ist okay, aber ich würde auch sicher nochmal eine Nummer größer auch vertragen. Es könnte auch ein bisschen länger sein. Also XL wäre sich schon noch ausgegangen. Also zu 100% überzeugt es mich jetzt nicht, sage ich auch. Ja, weiß nicht. Ärmel könnten vielleicht noch eine kleine Spur länger sein. Unten könnte es auch noch, ich glaube, ich hätte XL einfach vertragen. Das ist natürlich jetzt ein Scheißwert. Wir haben die restlichen Shirts auch in Large bestellt. Fuck. Okay. Schau mal, erst ich weiß nicht mal, wie ich das Paket aufmachen soll. Ah, es wird schon aufgehen so. Na sicher, haben wir schon. So, schau mal rein. Was wird da drin sein? Wahrscheinlich das Longsleeve bzw. der Crewneck, oder? 2 Dinge, na sicher. Siehst du das? Das erste ist wieder ein Misbehave-Shirt. Das haben wir ebenfalls in Large bestellt. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass das auch zu klein ist. Und da haben wir dieses Longsleeve bzw. den Crewneck auch in Large. Das heißt, auch da besteht die Chance. Wir machen mal das erste auf, schaut folgendermaßen aus. Ich habe relativ viel Orange bestellt, weil ich auch die Dunk Lows in Orange bestellt habe und ich wollte, dass ich Sachen dazu habe, die matchen. Wir haben vorne so eine kleine Weltkugel mit Menschen drauf, dann steht hier noch Misbehave. Keine Musik, Misbehave, Discotheca Europa, Berlin und Warschau, okay, gar nicht so schlecht. Polen, vereint mit Deutschland, das gibt es ja normalerweise nur im Import-Export-Geschäft. Und da haben wir nochmal diese Weltkugel und das ähnliche Logo wie vorne. Vom Design her finde ich es ganz cool. Die Frage ist natürlich nur, wie fittet's? VRL war Arsch, schauen wir mal, wie das fittet. Ja, wahrscheinlich ganz genauso, oder? Ah, das ist ja ärgerlich, weil dann kann ich alles wieder zurückschicken. Ja, nein, fit ist ganz genauso. Aber bei den Weißen geht's fast noch, gell? Wie gesagt, so schaut's aus. Wenn ich jetzt so mache, sieht man, glaube ich, schon Muskelansätze durch. Das will ich eigentlich auch nicht unbedingt haben. Ah.
Ja, was soll ich? Zufrieden bin ich nicht. Nur eine kleine Spur größer. 150 Euro, 130 Euro, ich weiß nicht genau. Misbehave ist jetzt nicht so teuer wie andere Marken. Feides Shirt vom Print gar nicht. Ich find's doch gut. Fit ist doch eh perfekt, oder? Was hat's gekostet? Wie gesagt, 130. Schaut so dünn aus. Nein, ist gar nicht so dünn. Also Stoff ist jetzt nicht übertrieben dünn, sondern so wie bei Represent eigentlich, von der Dicke her. Wir haben das nächste Ding, das ist ein Longsleeve. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Longsleeve-Fan, aber ich habe mir gedacht, das Design ist Baba. Ich habe das gesehen und habe sofort zuschlagen müssen, weil ich es wirklich, wirklich cool fand. Vor allem das mit diesem Fade-Out-Ding, also so ein bisschen, ich weiß es nicht, wie man das sagt dazu, aber schaut wirklich cool aus, weil es seinen eigenen Effekt hat, vor allem von weiter weg. Schaut so aus, als hättest du die Brille nicht auf oder so. Da rechts haben wir auch wieder dieses keine Musik. Wir haben auch hier wieder, sie haben ja aktuell diese Rave-Kollektion, Warschau Berlin, also vom Discotheca 220 Europa. Ah, deswegen Diskothek, Ecstasy, MDMA, soll quasi so ein bisschen vermitteln, als wärst du am Trip und würdest dieses Misbehave lesen. Probier mal, ich probiere es einfach mal aus. Ah, ja, das passt. Das passt. Das passt aber sowas von. Das ist nice, Leute. Die Ärmel länger. Das ist jetzt auch ein Large. Finde ich wirklich ganz nice. So ein bisschen Oversized Look kann man machen. Auch wenn man die Ärmel so ein bisschen lasst. Auch da mit diesem Print hier finde ich sehr, sehr cool, gut gelungen. Dann haben wir hier nochmal einen ähnlichen Print. Nochmal den fetten Print. Wie gesagt, mit diesem Hellblau in diesem Violett. Tragen könnte man noch ein bisschen enger machen, weil ich hasse, wenn ich da herumzupfen muss und das nicht ganz gerade ist. Das ist natürlich strittig. Kann man schon mal machen. Was sagt der Chat? Kragen zu groß. Ja, sage ich eh. Kragen ist viel zu weit. Ja, viel zu weit. Jetzt übertreibt es halt auch wieder. Ist ein bisschen zu weit. Also nur wegen einem Kragen würde ich es jetzt nicht zurückschicken, aber ich bin auch eher ein Fan von engeren Kriegen. Hallo, grüß euch. Heute Unboxing, oder? Okay, well. Das letzte Farfetch-Paket. Schaut aus, wie wenn du nach der Volksschule Hemd von Papa fürs Zeichnen mit hast. Was? Also keine Ahnung, was ihr schon wieder habt, aber ich finde das Shirt schon sehr nice. Mit dem Kragen, okay, kann man streiten, aber ansonsten finde ich schon cool. So, schauen wir rein. Letztes Farfetch-Paket, liebe Leute. Oh. Da können wir uns jetzt safe nicht beschweren, dass das zu klein ist, weil da die allerletzte Größe, die es noch gab, war XXL. Wie man hier schon erkennen kann, habe ich wieder diese orangen Vibes mit aufgenommen, damit das passend zu den Dunks ist. Bin gespannt. Also XXL ist halt schon echt groß, gell? Nehmen wir es mal heraus. Der Stoff ist gleich mal ein bisschen wie ein Fetzen aus der Küche, meiner Meinung nach. Fast so wie ein Gildern-Shirt irgendwie. Dann, wenn man das rausnimmt, schaut es aus, als hätte es die Mama gewaschen, aber nicht bügelt. Erinnert mich so vom Stoff her an das letzte Off-White-Shirt, was wir auch bestellt haben. Also Qual ist einmal nix. Habe ich mir auch nicht viel erwartet. Hinten haben wir dann das Astroworld-Logo. Das finde ich natürlich sehr schön mit diesem Hellblau. Wish You Were Here steht da noch drauf. Dann die Tour-Dates und unten nochmal so einen kleinen Gelbton. Aber wir haben auch nicht so viel dafür bezahlt. Ich glaube, oha, okay. Aha, das ist aber kein normaler Print, Leute. Gummimäßig. Und das, was hier heraussteht, ist auch Gummi. Aber da steht halt, das wölbt sich so nach außen. Ja, fit ist Bombe. XXL kann man auf jeden Fall machen. Ärmel fitten gut, bügelt kurz. Der orangene Print vorne schaut cool aus, leuchtet ordentlich. Hinten schaut auch nochmal fett aus. Also bester Fit von allen Farfetch-Sachen, die wir bis jetzt bestellt haben. Aber ich werde die drei Sachen oder zwei Sachen oder drei Sachen zurückschicken und dann werden wir einfach noch was auf Farfetch kaufen. Mal weiter. Kommen wir zum letzten Paket, liebe Leute. Jetzt haben wir es eh schon lang genug herausgezögert. Zu den Louis Vuitton Schuhen. Die sind nicht aus Wien gekommen, wir haben einen Louis Vuitton Store in Wien, sondern die kamen direkt aus Frankreich. Seht ihr das? Ich tue jetzt so, als würde ich es gerade das erste Mal auspacken und in Wirklichkeit ist es schon offen. Wenn wir da jetzt auspacken, sehen wir als erstes mal Louis Vuitton, das finde ich ganz cool. Wir haben es ähnlich wie bei Dior, wenn wir aufmachen, ist der eigentliche Schuhkarton nochmal so ein bisschen geschützt mit diesen Dingen da. Da war jetzt noch so eine Masche drumherum, das müsst ihr euch halt einfach vorstellen. Also ich mache es jetzt kurz für euch. Oh, wie schön die Masche. Passt, Masche weg. Wir haben hier jetzt nochmal diesen klassischen Louis Vuitton Karton, natürlich in den Louis Vuitton Farben mit diesem blauen Bändchen. Und wenn wir da jetzt herausziehen, so, dann kommt uns zuallererst Briefumschlag von Louis Vuitton entgegen. Wir bedanken uns, dass sie Louis Vuitton ausgesucht haben. Ja, na sicher. Dann ist da noch irgendwas am Start, keine Ahnung. Vielleicht ein Gutschein für ein zweites Paar. Das wäre nice. So, das ist für den Rücksand. Das ist irgendein Paket. Ich nehme mal stark an, dass da die anderen Laces drin sind. Weiße Laces drin quasi. Wenn ich die giftgrünen zart finde, dann kann ich die weißen reingeben. Dann habe ich cleane Schuhe, die zu jedem Outfit passen. Und jetzt, liebe Leute, geht's los. Wir haben die Schuhe
einzeln verpackt. Wir haben hier einen Schuh verpackt, der aber jetzt noch an den zweiten Schuh irgendwie angebunden ist. Trenn diese zwei Staubfänger jetzt mal voneinander. Und ja. Okay, Leute. Schauen wir rein. Der Louis Vuitton Trainer. Oh, aber in dem Licht, dadurch, dass es so hell ist, kommt er gar nicht so gut raus. Ich halte ihn mal so ein bisschen näher. Oh, das ist ja ein wildes Ding. Wir sehen hier natürlich alles so eingraviert, Freunde. Da sieht man dann noch Louis Vuitton. Da haben wir eben die giftgrünen Laces. Wir können das hier noch abnehmen. So ist der Schuh eigentlich. Also wenn der mal nicht wild ist, dann weiß ich es halt auch nicht. Wunderschön. Auch hier vorne nochmal auf der Sohle drauf, eingebettet dieses Logo. Wirklich sehr schön. Das ist halt wirklich ein geiles Ding. Das ist wie wenn du bei deinem neuen Handy so diese Folie abziehst. Geil. Oh. Ich werde die Schuhe jetzt einfach mal anprobieren. Die Größe passt perfekt. Alter, wie das ausschaut. Ganz, ganz wildes Ding. Also ich werde das Giftgrün genauso drin lassen fürs erste Mal. Die sind ja mal richtig nice. Sohle nochmal am Start. Also die sind wirklich cool. Würde ich auch so jetzt das Outfit tragen. Schade, dass die restlichen alle schon ausverkauft sind, sonst hätte ich mal safe da noch was geholt. Also ein absolut gelungener Schuh. Und damit sind wir am Ende. Ja Leute, das war's von diesem Unboxing. Wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches Ding euch am besten gefallen hat, was ihr euch selber gern holen würdet. Und nicht vergessen, bald die ersten Leaks, die ersten Infos und vielleicht auch die erste Vorstellung meiner Kollektion Liberty and Justice von M&M. Das war's von mir, euer Maximilian.